Hallo und herzlich willkommen zu ein neues Video von mir. Ich habe denke gelegen, es geht um meinen Vater, wie geht es ihm? Und ja, es ist wieder Hauge, aber wie geht es ihm? Darum geht es heute in diesem Video. Und ja, vorab fangen wir auch mal damit an. Für die Leute, die natürlich nicht das Video sehen haben, wo mein Vater in Ganken auch kam. Und ich nicht genau wissen, warum war mein Vater in Ganken auch gewesen. Dann gehe ich nochmal kurz drauf ein. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Mein Vater hat ja keine Luft bekommen. Wir haben Krankenwagen gerufen. Und deshalb kam er in Krankenhaus, weil er keine Luft bekommen hat, weil er Atemnot hatte. Ja. So, das war die kurze Zusammenfassung, warum er in Krankenhaus kam. Jetzt war er eine Woche lang in Krankenhaus gewesen. Was übelst lange war. Eine Woche lang war ich in Krankenhaus. Und ja, liebe Freunde, jetzt sage ich euch mal, wie es ihm jetzt geht. Ihm geht es jetzt wieder gut, er ist wieder zu Hause. Er kam vorhin, er wurde vorhin wieder mit dem Kaski nach Hause gefahren. Und ja, laufen kann er auch, also bewegen kann er sich auch, mit einer Gehhilfe natürlich. Ohne eine Gehhilfe kann er natürlich noch nicht laufen, das geht nicht. Er braucht keine Gehhilfe natürlich. Das Achte, was er gemacht hat, wo er hier nach Hause kam, hat er natürlich gefolgt, dass er zu Hause ist wieder. Und er hat gefolgt, gesagt, er hat Hunger, weil das Krankenhaus essen ist Müll, hat er gesagt. Das Krankenhaus essen ist Müll, er hat Hunger. Und ja, da hat er einen Eierkuchen, hat er vorhin gegessen gehabt. Eierkuchen hat er gegessen gehabt. Mit der Schule gab natürlich Milch, weil er ging auch gerne Milch. Und ja, er hat gesagt, die Eierkuchen haben gut geschmeckt, hat er gesagt. Und die Milch war auch gut, hat er gesagt. Besser als das kann ich Krankenhaus essen. Das Krankenhaus essen schmeckt ihm gar nicht. Jetzt ist er wieder zu Hause. Und es geht ihm einigermaßen gut, wollte ich mal gar nicht befolgen. Von daher ist es mega gut. Ich finde auch gut, dass er sich mal bewegen kann, dass er sich mal auch alleine laufen kann. Ja, gut, er braucht keine Gehhilfe dafür noch, aber ja. Ist ja auch nicht so dumm mit einer Gehhilfe. Ja. Aber er kann guck mal alleine laufen. Er braucht halt nur Hilfe, wenn ich erst gehe. Ich muss halt nur essen oder go vor ihm holen. Das kann er natürlich nicht, weil er muss sich ja an die Gehhilfe festhalten. Deshalb muss ich das Essen ihm in Wohnzimmer reinbringen, wenn er was essen will. Oder eben in deine Schlafgrube, wo er pennt gut. Muss ich ihm gerne Essen hinbringen. Oder was hinten hinbringen, weil er das Kafka nicht alleine. Ich mach essen, ko machen, das schafft er alleine. Nur das hinbringen halt nicht. Weil er sich ja an keine Gehhilfe festhalten muss. Darum kann er ja nicht laufen, dann fällt er ja um. Und ja. Also es geht ihm besser, liebe Freunde, wisst ihr Bescheid, es geht ihm wieder gut, er ist wieder zu Hause. Ja, mal gucken, wie lange er ist wieder zu Hause ist, bis es wieder passiert, dass er in Gang noch muss. Man weiß es ja nie. Bei ihm weiß man das nie, liebe Freunde. Man weiß es nie. Aber Gott, es wird auch Neues geben, wo ich mich melden, liebe Freunde. Auf alle Fälle wisst ihr Bescheid. Jetzt geht es ihm wieder gut. Wie lange ihm es gut geht, keine Ahnung. Wann er wieder in Gang noch muss. Wir wissen es nicht. Das kann auch niemand voraussagen, aber es kommt halt öfter vor, dass er in Gang noch muss. Weil, wie gesagt, er hält sich halt auch nicht an die Gassen, was der Gott sagt. Der Gott sagt immer, macht das und das nicht, und er macht das Gott geben. Und deshalb. Kann ja hier, kann immer passieren, dass er wieder in Gang laufen muss. Weil er sich halt nicht an die Sachen hält, was er Gott gesagt. Er denkt sich, ach, das interessiert mich doch nicht, was er Gott gesagt. Ja, aber was will er gar nicht sagen? Mein Vater ist 84 Jahre alt. Er denkt, niemand hat was zu melden, nur er selber. Weil er sagt immer, er ist alt genug. Er sagt immer, er ist alt genug, er weiß, was er macht. Und ja, von daher. Kann ich halt nicht erinnern, liebe Freunde. Aber jetzt geht es ihm auf alle Fälle wieder gut. Dass ihr Bescheid wisst. So, dann wollte ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video, was auch immer ich mache. Oder bis zum nächsten Live-Video. Was auch immer ich mache. Bis dahin, ciao. Wenn ihr neu auf den Kanal seid, lasst ein Abo da. Dann verpasst ihr keine Infos über meine Eltern. Wie es meinen Eltern geht. Oder wie es mir geht. Allgemein. Über meine Familie erfahrt ihr mehr, wenn ihr es wissen wollt, natürlich, lasst ein Abo da. Wenn ihr kein Abonnent seid, lasst einen Daumen nach oben da und teilt dieses Video. Vielen Dank.
dann wollte ich sagen, ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Ciao.